Sie sind an den Strand gekommen, weil die Familie des Bräutigams hier ein Opfer darbringt. Die Götter müssen gütig gestimmt werden, damit eine Balance herrscht in der zweigeteilten Welt von Reinem und Unreinem, von Gutem und Bösem oder etwa auch von Hass und Liebe. Nur dann gehen die Dinge gut aus und man ist auch für so wichtige Schritte im Leben wie eine Hochzeit gewappnet. In Bali durchdringt die Religion bis heute alle Lebensbereiche und hält die Menschen auf Trab. Von frühmorgens bis spätabends müssen Rituale beachtet und Opfergaben dargebracht werden. Zwar nicht immer ganz so große wie am berühmten Tempelfest in Samoan, in einem der über 20.000 Tempel auf der Insel. Aber will man bezüglich dem Wohlwollen der Götter auf Nummer sicher gehen, so ist das aufwendig, denn es gibt unzählige Götter. In Bali gibt es Götter auf den verschiedensten Ebenen. Hindu-Götter, Götter der Dorfgemeinschaft, der Felder, des Ortes. Aber die wichtigsten Götter sind die im Familientempel, die Götter dieser Familie, die Ahnengötter. Klar, dass für eine Hochzeit insbesondere diese häuslichen Ahnengötter gütig gestimmt werden müssen. Nioman ist 28 Jahre alt und ihr Bräutigam Made ist im selben Alter. Die beiden kennen sich schon seit der Schulzeit und sind nur 300 Meter voneinander entfernt aufgewachsen. Wie für praktisch alle junge Balinesen kam für die beiden eine arrangierte Hochzeit nicht in Frage. Nioman hat früher bei ihrer Familie im Haushalt mitgeholfen. Jetzt wird sie das Gleiche tun, hier im Familienverbund von Made. Das Paar ist 6 Monate im Jahr getrennt. Made arbeitet dann, wie sein Bruder, auf einem amerikanischen Kreuzfahrtschiff. Made und Nioman sind seit 2 Jahren ein Paar. Ich war schon seit Jahren in sie verliebt. Aber bei ihr hat es erst vor 2 Jahren richtig gefunkt. In einem Restaurant in Sanur. Bis vor kurzem durfte Made traditionsgemäß seine Braut nur ausführen, wenn er sie vor 10 Uhr wieder nach Hause brachte. Dass er auf dem Kreuzfahrtschiff arbeitet, gefällt Nioman nicht. Und auch anderes macht ihr etwas zu schaffen. Früher hatte ich meine Freiheit. Jetzt heißt es früh aufstehen, für meinen Mann und seine Familie da sein. Ich muss in seiner Familie funktionieren, muss mit seiner Tradition leben und ihm bei allen Zeremonien folgen. Eine balinesische Hochzeitsfeier zieht sich über mindestens 2 Tage hin. Die wichtigste Zeremonie findet im Haus des Bräutigams statt. Sowohl Nioman wie auch Made gehören zur großen Mehrheit der Kastenlosen, den Sudras. Dass Sudras unter sich heiraten, ist der Normalfall. Man heiratet auch in Bali in der gleichen Schicht. Bevor die Braut die Schwelle zu ihrem neuen Familienverbund überschreitet, müssen die Hausgötter, die sie erst kennenlernen muss, gütig gestimmt werden. Sie müssen beiden wohlgesinnt sein. Bei der Heirat verlässt die Braut die Welt ihrer Familiengötter und tritt in die Götterwelt des Ehemanns ein. Für die meisten Balinesen sind diese Götter die unmittelbarsten, diejenigen mit der größten Bedeutung. Es sind zwar nicht die stärksten Götter, aber es sind die im eigenen Familientempel, denen man täglich opfert. Sie haben einen großen Einfluss darauf, was im alltäglichen Leben passiert. Mit ihnen muss man eine gute Beziehung haben, sonst wird das Leben kompliziert. Geleitet wird die Hochzeitszeremonie von einem Pemanku, einem lokalen Priester. Anwesend sind bei dieser Feier nur die Angehörigen und Freunde des Bräutigams. Dem Rauch wird eine reinigende Wirkung zugesprochen. Ebenso dem heiligen Wasser, das der Pemanku für diese Zeremonie in einer Kokosnuss aufbewahrt und mit dem er das Brautpaar segnet. Braut und Bräutigam sollen sich von allem Bösen reinwaschen. Körper und Geist müssen rein sein für die Aufnahme des neuen Lebens.
in dem vor allem Nachwuchs gefragt ist, der ja in einer Gesellschaft mit Ahnenkult unabdingbar ist. Eine Schnur trennt die alte und die neue Welt. In der Ehe soll das Paar Harmonie und Frieden finden. Ein Leben im Gleichgewicht von Sekala und Niskala, den zwei Welten, in deren Spannungsfeld die Balinesen leben. Sekala ist die natürliche, reale Welt. Das sind zum Beispiel Stühle oder wir zwei, die hier miteinander sprechen. Aber dahinter ist die unsichtbare, die Niskala-Welt. Das ist die Welt der Familien und anderen Götter, sowie allen anderen unsichtbaren Wesen. Wenn jetzt Balinesen hier wären, so würden sie höchstwahrscheinlich sagen, dieser Raum ist voll von unzähligen Wesen, die wir nicht sehen können. Zum Abschluss geht man gemeinsam in den Tempel des Banyars. Made und Nioman wurden zu diesem Zweck stundenlang herausgeputzt und tragen die prachtvollen traditionellen Hochzeitssarongs, Ausdruck der Liebe der Balinesen zu überschäumender Opulenz. Die Feierlichkeiten sind übrigens von Dorf- respektive Quartiergemeinschaft von Banyar zu Banyar verschieden. Riten und Überlieferungen, nicht nur bezüglich Hochzeit, unterscheiden sich auf Bali stark. Allerdings, und das ist bei jeder Hochzeit in Bali gleich, bringt eine Eheschließung für die Braut wesentlich größere Veränderungen als für den Bräutigam. Die Braut muss eine Verbindung eingehen mit einem ganzen Bündel neuer Götter. Sie wird dann in vieler Hinsicht eine Dienerin dieser neuen Götter der Familie ihres Mannes. Das ist das, was unter der Oberfläche abläuft. Und das ist das, was die sehr starke emotionale Seite der ganzen Sache ausmacht. Im Grunde ist es eine spirituelle Angelegenheit, die sich da abspielt. Der Vorgang der Scheidung existiert im traditionellen Bali nicht. Es wird wegen der Götter einfach zu kompliziert. Nioman und Made werden deshalb wohl fast sicher für den Rest ihres Lebens zusammenbleiben. Und sie werden zur Freude ihrer Familien und Freunde schon bald für Nachwuchs sorgen. Weil die Balinesen an die Wiedergeburt glauben, freuen sich da auch die Ahnen, die da wiederkehren werden. Freude und Verantwortung gehen für Nioman und Made also Hand in Hand.